Herzlich willkommen zu der Diskussion Jugend gegen Hass, digitale Zivilcourage und was es noch für Handlungsoptionen gibt. Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule, auch hier in Frankfurt ansässig. Und ich freue mich, dass ihr heute hierher gekommen seid. Genauso ein herzliches Willkommen an unsere Expertinnen und Experten aus dem digitalen Raum zugeschaltet. Ich werde sie dann später noch einzeln vorstellen. Aber wir haben ein sehr gemischtes Expertenteam eingeladen aus den Bereichen Polizei, Journalismus, Sozialen Medien und Pädagogik und freuen uns, dass wir heute in den Austausch kommen. Ich bin Min Luang und Bildungsreferent bei der Bildungsstätte Anne Frank und freue mich, dass ich dieses Projekt Jugend gegen Hass im letzten Jahr mit der freundlichen Unterstützung von TikTok Deutschland und mit der super Mitwirkung von Alia Pagin durchführen durfte. Wir von der Bildungsstätte Anne Frank setzen uns als politisches Zentrum dafür ein, dass gesellschaftlich relevante Themen wie Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus weiterhin in die breite Öffentlichkeit gebracht wird, dass wir vor allem die Betroffenenperspektive ernst nehmen und dass wir auch bei allen Institutionen und bei Organisationen, ob es jetzt Schule, Ämter oder Privatunternehmen ist, dass diese Themen eben ihr Gewicht bekommen. Und dementsprechend beschäftigen wir uns auch mit neuzeitlichen Phänomenen wie Hass und Hetze im Internet, denn auch da sind wir im Alltag sehr viel unterwegs. Junge Menschen, Jugendliche bewegen sich dort sehr natürlich und bekommen natürlich die ganzen Vorteile mit der Vernetzung und der Möglichkeit des Austausches. Gleichzeitig haben wir in den drei Projektschulen erlebt, dass diese positiven Aspekte natürlich auch gefährdet werden durch Negativität, durch eine toxische Kommunikation. Und daher haben wir uns in dem Projekt sehr stark mit der Perspektive der jungen Menschen auseinandergesetzt und dabei gelernt, dass sie neben guter Information und guter Vernetzung und sich ausdrücken zu können, eben auch unter Gefahr stehen, unter Desinformation und Manipulation und letztendlich Menschenfeindlichkeit dann betroffen zu sein. Und das führt natürlich dazu, dass Jugendliche belastet werden, dass sie dann auch sich eher aus dem digitalen Raum entfernen. Und da wollen wir mit diesem Projekt einen Gegenstandpunkt setzen. Und wir haben gelernt, dass wir in diesem Projekt Jugendliche empowern wollen, nämlich nicht nur sich mit den politischen Themen auseinanderzusetzen, sondern ihre Handlungsoptionen, ihre Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, auch selber künstlerisch und technisch umsetzen können, und zwar durch Medienproduktion. Wir haben mit Ihnen ganz viel über Medienproduktion im Allgemeinen gesprochen, aber dann auch praktisch an Audio- und Videoprodukten gearbeitet. Und die Diskussion, die wir heute haben, ist ein Teil des Projektes. Es geht darum, dass wir heute euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine Stimme geben und euch die Möglichkeit geben, eure Fragestellungen an das Expertenteam zu adressieren. Und deswegen möchte ich gerne die Gäste hier vorstellen. Ich möchte Sie bitten, sich dann einzeln mit Ihrer Position und was Sie beruflich machen, vorstellen, und ich fange an mit Jennifer Maske. Ja, hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Jennifer Maske. Ich freue mich, da sein zu dürfen, und ich bin hier im Rahmen meiner ehemaligen Tätigkeit als Cybercrime-Fachberaterin des Polizeipräsidiums Frankfurt. Vielen Dank, Frau Maske. Weiter geht's mit Katharina Herbert. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen und jetzt hier ein paar Fragen beantworten zu können und zu dürfen. Ich bin Jugendkoordinatorin für den kompletten Bereich Frankfurts, also für alle Frankfurter Schulen, und bin sozusagen die Schnittstelle Schule und Polizei. Und das Themengebiet, in dem ich arbeite, ist die Gewaltprävention. Und da haben wir ja vielleicht eine Brücke, die wir schlagen können: Gewalt im digitalen Raum und auch in dem analogen Raum. Und ich arbeite sehr viel mit der Jenny zusammen oder habe sehr viel mit ihr zusammengearbeitet in ihrem ursprünglichen Tätigkeitsbereich. Mhm.
Und das Trio der Polizei rundet dann Thomas Hollerbach ab. Ja, nochmal guten Abend von mir auch. Ich bin der Thomas Hollerbach. Erstmal muss ich mich bei euch entschuldigen. Ich hatte vor, heute in Uniform hier zu sitzen. Habe aber, da wir ja auch Homeoffice und Präsenzphasen geteilt haben, nur ein Hemd hier gehabt. Und da ist ein kleines Kaffeemalheur passiert, kurz bevor dieses Meeting anfing. Deswegen entschuldigt bitte, dass ich jetzt auch in Zivil hier sitze. Aber ich denke, das wird an unserem Austausch nichts ändern. Und ich bin beim Polizeipräsidium Frankfurt Pressesprecher. Also wenn ich die Schnittstellenthematik aufgreifen darf von der Kata, dann bin ich sozusagen die Schnittstelle zwischen Polizei und Presse / Medien. Genau. Also ich denke, auch ohne Uniform werden wir eine gehörige Portion Neugierde und Respekt mitbringen. Insofern sind wir gespannt auf die Fragen und die Antworten. Auch eine sehr interessante Position hat Friedrich Enders. Ja, wenn wir bei der Schnittstellenthematik sind, ne? Ich bin Public Policy Manager bei TikTok. Das heißt, mein Team ist so ein bisschen die Schnittstelle oder der Vermittler zwischen TikTok auf der einen Seite und der Gesellschaft in Deutschland auf der anderen Seite. Wir erklären zum Beispiel Politikerinnen und Politikern, was eigentlich TikTok ist, was wir so tun, was wir machen, was für Probleme wir aber auch haben und andererseits den Kolleginnen im Unternehmen, was gerade in Deutschland in der Gesellschaft so passiert, was für Gesetze im Bundestag diskutiert werden. Und ich arbeite eben in meiner Funktion auch viel mit externen, mit Partnern, Organisationen zusammen, wie zum Beispiel der Bildungsstätte Anne Frank, damit wir hier eben uns auch immer weiterentwickeln können und verbessern können. Super, vielen Dank. Und die Runde aus dem digitalen Raum beendet Stefanie Michels. Hallo, ich bin Stefanie Michels und ich arbeite bei der FAZ, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und das schon seit fast 7 Jahren. Und ich leite dort Social Media und Community Management. Das heißt, ich kümmere mich um alle Social Media Kanäle, aber eben auch den ganzen Kommentarbereich, egal ob das bei Facebook ist, aber eben auch auf unserer Seite. Und da kommt schon einiges zusammen. Super. Und ja, auch Alia Pagin, die hier vor Ort sitzt, wird den Schülerinnen und Schülern Antwort stehen. Vielleicht möchten Sie, Frau Pagin, sich auch kurz vorstellen. Sehr gerne. Mein Name ist Alia Pagin und ich arbeite als freie Medienpädagogin. Das heißt, ein sehr breites Themenfeld in Kurzform. Ich versuche, Medienkompetenz zu vermitteln und hatte die große Ehre, mit diesen tollen Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Und vielleicht zur Einordnung, wir haben Januar 2022. Eigentlich sollte diese Veranstaltung schon letztes Jahr stattfinden. Leider hat uns die Pandemielage das nicht erlaubt. Und auch heute wäre es eigentlich aus sicherheitstechnischen Gründen wahrscheinlich viel einfacher gewesen, diese Veranstaltung abzusagen. Aber wir haben gedacht, dass dieses Thema leider auch keinen Aufschub und weiterhin ja Präsenz hat. Insofern wollen wir diese Veranstaltung trotzdem durchführen, haben aber natürlich darauf geachtet, dass die größtmögliche Sicherheit sichergestellt wird und haben eben dementsprechend auch dieses Misch- oder hybride Setting, dass die SchülerInnen jetzt hier vor Ort sitzen und die ExpertInnen dann zugeschaltet sind. Ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als die Schüler und SchülerInnen anzukündigen und dann die Bühne zu räumen, damit auch die Fragen genug Raum bekommen. Ich freue mich, dass Blessen, Christel, Janina, Lisa, Karim, Kevin, Steffen und Yassan heute von der Anne-Frank-Schule dabei sind. Und euch jetzt viel Spaß bei der Diskussion. Also erstmal ein Hallo von mir. Und meine erste Frage geht an die Frau Maske. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf überhaupt gekommen? Und gab es einen Auslöser? Und wieso Sie sich ganz genau mit digitalen Medien zu beschäftigen tun? Also ich war ja nicht immer von Anfang an Cybercrime-Fachberaterin bei der Polizei. Ich bin zur Polizei gekommen, wie die meisten auch. Ich habe mir überlegt, in meinem letzten Schuljahr, was möchte ich machen? Bin aufmerksam geworden auf das Studium bei der Polizei und fand das sehr vielseitig. Habe mich beworben, den Zuschlag bekommen, durfte dann viele interessante Stationen durchleben, im Streifendienst, in der Bereitschaftspolizei, beim Fachkommissariat. Und dann hatte ich auch wieder großes Glück, bin Cybercrime-Fachberaterin geworden. Und ja, Cyber ist vielleicht sogar schon ein Synonym für digital. Also genau, das hängt natürlich eng zusammen. Digitale Medien, Cybercrime-Fachberaterin. Derzeit bin ich beim Netzwerk gegen Gewalt, der regionalen Geschäftsstelle Frankfurt,
Wir beschäftigen uns auch sehr stark mit Gewalt, vor allem auch in digitalen Medien. Dankeschön für die Antwort. Okay. Hallo, meine Frage geht an Frau Herbert, und zwar, wie kriegen Sie Hass im Netz mit? Durch Meldung oder suchen Sie selber? Ja, tatsächlich als Jugendkoordinatorin bekomme ich nicht sehr viele Meldungen, weil ich in der Prävention arbeite und die Anzeigen nicht bei mir eingehen. Aber die meisten Meldungen bekomme ich durch die Schulen mit. Das heißt, wenn irgendwas in der Schule passiert ist, wenn da was vorgefallen ist, dann informieren uns die Lehrkräfte und dann schauen wir, wie wir am besten damit umgehen können oder wie groß letztendlich das Thema ist und das Problem. Danke. Hallo, meine Frage geht an die Frau Maske und Herr Enders, und die lautet, wie definieren Sie Hate Speech? Also ja, Hate Speech umfasst einfach Aussagen und Bilder, die geeignet sind, Personen oder eine Gruppe von Personen aufgrund zum Beispiel ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Sexualität oder auch ihres Geschlechts zu beleidigen und eben auch anzugreifen. Bei uns in der Polizei, bei uns spielen Straftaten natürlich eine große Rolle, die Verfolgung von Straftaten neben dem großen, wichtigen Thema der Prävention. Und Hate Speech kann verschiedene Straftaten einfach beinhalten, ne? Bedrohung, Nötigung bis hin zur Volksverhetzung. Das ist einfach ganz wichtig, auch zu wissen, dass das keine Erfindung des Internets ist. Das gab es früher schon. Nur sind jetzt die Adressaten einfach viel, viel mehr geworden. Man hat eine viel größere Plattform durch das Internet. Genau, wir definieren als Online-Plattform Hate Speech im Grunde sehr ähnlich. Ich würde vorab vielleicht einmal sagen, was Hate Speech nicht ist, nämlich Mobbing. Also wir unterscheiden zwischen Mobbing und Hate Speech bei TikTok. Mobbing ist tatsächlich, wenn ich eine Einzelperson attackiere, verbal beleidige, herabwürdige, aufgrund dieser Einzelperson einfach. Und Hate Speech, wie eben Frau Maske auch gesagt hat, Hate Speech geht eben weiter und richtet sich gegen Personen, die sich eben aufgrund bestimmter Eigenschaften, die sie haben, als Gruppe identifizieren lassen und eben aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihrer Weltanschauung, ihrer körperlichen Fähigkeiten und so weiter. Und das ist was, das tolerieren wir auf TikTok auch nicht und dagegen gehen wir auch vor, das hat bei uns keinen Platz. Und das schreiben wir auch so ganz eindeutig in unseren Richtlinien für die Plattform, quasi unseren Plattformgesetzen. Ja, vielleicht nochmal, um die Thematik ganz kurz zu umreißen. Das ist immer, wenn man eine Gruppe von Menschen herabwürdigt gegenüber einer anderen Gruppe. Wenn ich hergehe und sage, diese Gruppe von Menschen ist weniger wert als die andere, das sind quasi Menschen zweiter Klasse und sie entmenschliche, ist das immer der erste Schritt, dass diese Gewalt sich dann im echten Leben auch Bann bricht. Ne? Wenn ich den Menschen das Menschsein abspreche, das ist eben das Gefährliche, vor allem an Hate Speech. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, hallo, mein Name ist Blessen und ich frage, wie definieren Sie Hate Speech, an Frau Michels? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da noch was hinzufügen kann. Ich glaube, also wir orientieren uns im Prinzip auch daran, man hat Sender und Empfänger, also und sozusagen also die Betroffenen. Und wenn es darum geht, dass eben entweder Personen oder eben Personengruppen herabgesetzt werden, da die Intention ist des Sprechers und oder desjenigen, der schreibt, die Person oder die Personengruppe herabzusetzen, dann ist das für uns schon Hate Speech. Und also da sind wir, glaube ich, auch, definieren das nicht nur rein juristisch, sondern gehen da definitiv ein bisschen weiter. Okay. Dankeschön. Achso. Hallo, mein Name ist Christelle und meine Frage geht einmal an Herr Enders und Frau Pakin, und zwar, wie häufig kommt Hate Speech in Ihrem alltäglichen Beruf vor? Danke für die Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich mich sehr häufig in meinem Beruf mit Hate Speech beschäftige. Das liegt aber an meiner speziellen Aufgabe bei TikTok. Ich bin eben dafür zuständig, eben mit anderen Organisationen auch zusammenzuarbeiten, um auf dem Laufenden zu bleiben, sicherzustellen, dass wir eben auch entsprechend auf bestimmte gesellschaftliche Trends eben auch im Bereich Hate Speech reagieren können. Deswegen, und auch weil das Thema Hate Speech einfach in der Öffentlichkeit alles, was sich um den Einfluss von Online-Plattformen auf die Gesellschaft dreht, da ist Hate Speech immer ein großes Thema. Insofern unter der Hinsicht schon, allerdings nicht
ich bin nicht täglich mit Hate Speech Inhalten auf TikTok konfrontiert, weil wir solche Inhalte eben nicht dulden und eben auch von der Plattform entfernen. Aber auch wenn es eben nur sehr geringe Anzahl an Hate Speech Inhalten auf TikTok gibt, ist es trotzdem ein Problem, wo wir trotzdem immer dran weiterarbeiten und versuchen, die eben noch effektiver und nachhaltiger von der Plattform zu entfernen, solche Inhalte. Genau, und ich setze mich ja auch mit dem Thema sehr viel auseinander. Das heißt, ich habe tatsächlich fast alltäglich irgendwie mit Hassrede zu tun. Das liegt zum einen daran, dass ich natürlich selber soziale Medien benutze und Plattformen benutze. Und es reicht ja in der Regel schon, dass man bei einem YouTube-Video oder bei einem Artikel von einer großen Tageszeitung beispielsweise, dass man da in die Kommentarspalten guckt. Es gibt aber eine gute Nachricht, und zwar fällt mir tatsächlich auf in letzter Zeit, dass es gefühlt weniger wird. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass mehr Menschen sich damit auseinandersetzen, dass es mehr in der Öffentlichkeit ist. Leute wie ihr setzt euch ja auch mit dem Thema auseinander. Und heute gab es die Meldung, dass viele Bundesländer oder viele Behörden in verschiedenen Bundesländern mittlerweile auch auf bestimmte Symbole reagieren und die unter Strafe stellen, was vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht der Fall war. Also zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht aus dem Workshop, dieser gelbe Stern mit diesem Schriftzug ungeimpft. Da kam heute die Meldung, dass sehr viele Behörden das jetzt strafrechtlich verfolgen. Und das hat natürlich die Wirkung, dass so viele Leute, nicht mehr so viele Leute vielleicht so mutig sind, wie sie es vielleicht, mutig in Anführungsstrichen, wie sie es vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch waren. Hallo, ich habe dieselbe Frage an Frau Herbert. Wie oft Hate Speech in Ihrem beruflichen Alltag vorkommt? Ja, wie es vielleicht schon in der ersten Antwort bei mir rübergekommen ist, in der Prävention habe ich tatsächlich nicht viel mit Hate Speech zu tun. Und in sozialen Medien sind wir natürlich auch, aber nicht im beruflichen Kontext, sondern als private Person. Da kriege ich das tatsächlich mit, aber bei mir als Jugendkoordinatorin relativ wenig, fast überhaupt gar nicht. Vielleicht auch einfach, weil wir nicht die Stelle sind, an die man sich wenden würde, um vielleicht eine Anzeige zu erstatten. Und es gibt scheinbar auch nicht den Bedarf, eine Vermittlung oder eine Beratungsstelle zu über uns koordiniert zu bekommen. Also vielleicht ist das Thema tatsächlich auch, wie es die Alia gerade gesagt hat, ein bisschen rückläufig. Und die Leute sind viel mehr, dass sie aufeinander Acht geben und schauen, dass nicht so viel gehatet wird im Netz. Das sind ja positive Nachrichten. Hallo, ich bin der Jesen. Also meine Frage geht jetzt an die ganze Runde. Warum haten Menschen überhaupt? Ich fange vielleicht mal an, ohne mich vordrängen zu wollen. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Menschen Hass verbreiten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist tatsächlich das Getippe über digitale Medien. Weil grundsätzlich es bestimmt vielen Menschen sehr viel schwerer fallen würde, jemandem gegenüberzustehen und Hasskommentare zu sagen oder irgendwas zu haten, ja, ins Gesicht von dieser Person, als wenn ich das irgendwie über eine Plattform mache oder über einen Messenger-Dienst, wo ich eben nicht die Reaktion des Menschen unmittelbar aushalten muss. Ich glaube, das spielt tatsächlich eine Rolle. Deswegen habe ich gerade dieses mutig in Anführungsstriche gesetzt, weil es, ich glaube, die Hemmschwelle ist da sehr stark gesunken, ja? Wenn ich jemandem nicht direkt ins Gesicht was sagen muss. Aber das ist bestimmt nur einer von ganz vielen Faktoren. Die anderen haben bestimmt auch noch Ideen. Ich denke, ein weiterer großer Faktor ist die vermeintliche Anonymität, die Personen einfach im Internet haben. Ich meine, das Internet ist so konzipiert, dass wir alle daran teilnehmen können. Wir können uns selbst irgendwelche Namen geben. Das hat man auch im Zusammenhang mit anderen Straftaten, dass derjenige, mit dem ich da schreibe, vielleicht gar nicht derjenige ist, für den er sich ausgibt. Und hinter dieser Maske lässt es natürlich sich sehr leicht irgendwelche Sachen sagen, die man mit seiner wahren Identität draußen auf der Straße nicht sagen würde. Das sieht man auch bei anderen Straftaten. Ich denke, das ist auch ein sehr großer Punkt. Viele denken oder hoffen, sie werden dafür nicht, sie werden nicht verfolgt, was ja falsch ist. Ich würde noch allgemein hinzufügen, dass ich glaube, dass oft ganz, ganz menschliche Gefühle dahinter stecken. Sowas wie Angst, Ohnmacht, Wut, Trauer.
Wir sehen das jetzt aktuell bei den Corona-Zeiten. Da steckt ja ganz viel dahinter. Also eine Trauer darüber, dass die Zeit, dass man keine schöne Zeit hat, so wie vorher, dass die weg ist. Angst vor der Pandemie, Angst davor, dass jemand mich zwingt, irgendwas zu tun, was ich nicht möchte. Auch eine Ohnmacht gegenüber, da ist der Staat, der mir sagt, was ich zu tun habe. Das sind total menschliche Gefühle, theoretisch dahinter. Und das sind dann meistens Menschen, die das nicht anders ausdrücken können und die das dann gegen andere richten. Aber ich habe oft das Gefühl, also wie gesagt, bestes Beispiel jetzt seit 2 Jahren, dass da ganz viele Menschen sind, die sich sehr ohnmächtig fühlen und auch Angst empfinden und irgendwie sich nicht anders zu helfen wissen und verzweifelt sind. Und es ist immer einfacher, ja, andere Menschen, Plattformen zu finden und quasi immer Menschen zu finden, die vielleicht denen es noch schlechter geht und die sozusagen zu erniedrigen und zu schlechter zu machen. Dann fühle ich mich ja besser. Das ist aber, ich bin keine Psychologin, aber das glaube ich, was das ganz oft dahinter steckt. Hallo, ich habe noch eine Frage an Frau Pagin und Herrn Hollerbach. Und zwar, kann man die Gruppe von Menschen eingrenzen, die besonders viel hatet? Ich glaube, das haben wir ja eben auch schon festgehalten in den vorherigen Aussagen, dass die Gründe für Hate Speech genauso vielfältig sind, wie die Menschheit vielfältig ist oder die Menschen unterschiedlich sind. Und genauso, glaube ich, kann man die Gruppe nicht eingrenzen, sondern das gibt es von jung bis alt, von männlich bis weiblich und auch wahrscheinlich in allen Kulturen, in allen Ländern, weil es eben menschliche Gefühle sind, wie die Frau Michel schon gesagt hat, die da eine Rolle spielen, Emotionen, Neid, Angst, Wut, und die empfindet im Endeffekt jeder. Und deswegen glaube ich, dass jeder auch in die Verlegenheit kommen könnte, zu haten. Und man kann das wahrscheinlich so gar nicht eingrenzen und sagen, das machen nur die Menschen oder nur die Menschen oder die Menschen. Ich würde vielleicht kleine Kinder mal rausnehmen, weil die auch gar nicht in der Lage sind, das Internet zu bedienen bis zu einem bestimmten Alter. Aber darüber hinaus denke ich, dass es sehr, sehr vielfältig ist und man da keine konkrete Aussage dazu treffen kann, das auf eine bestimmte Gruppe zu reduzieren. Ja, das würde ich vollkommen unterschreiben. Ich würde es vielleicht noch ergänzen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass sozusagen die Grundlage für Hate ganz viel mit Vorurteilen zu tun hat und die ja dann letztendlich auch immer in Diskriminierungen und in Ausgrenzungen irgendwie resultieren. Und auch da ist wissenschaftlich bekannt, dass es da keine Menschengruppe gibt, die davon auszuschließen ist. Ja? Also wir alle haben Vorurteile. Wichtig ist, dass wir die reflektieren, dass wir darüber nachdenken, ob diese Vorurteile irgendwie gerechtfertigt sind. Das sind sie nämlich nie, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Das merkt man, wenn man Menschen begegnet, die genau diese Vorurteile in meinem Kopf eigentlich auslösen. Und plötzlich stelle ich fest, das kennt ihr bestimmt auch von eigenen Erfahrungen, der ist ja gar nicht so oder die ist ja gar nicht so. Und ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen eine gute Maßnahme gegen jede Form von Hass und Ausgrenzung wäre, dass mehr Menschen über ihre eigenen Vorurteile nachdenken würden. Aber es betrifft uns alle. Es kommt darauf an, wie wir uns damit auseinandersetzen. Ich glaube auch, dass das zutiefst menschlich ist in irgendeiner Form. Man identifiziert sich selbst als Mensch immer auch ein Stück weit darüber, als was man sich nicht identifiziert. Also was bin ich nicht und grenzt sich zu anderen Menschen ab. Und immer wenn man so ein bisschen vielleicht in der Lage ist, dass man selbst sich seiner eigenen Identität nicht mehr so sicher ist, sucht man vielleicht verstärkt danach, sich abzugrenzen, warum andere vielleicht schlechter sind als man selbst oder warum man selbst ein besserer Mensch ist in irgendeiner Form. Es ist irgendwie was Menschliches, was es in keiner Form okay macht. Man muss da trotzdem ganz entschieden gegen vorgehen, weil es gefährlich ist für die Gesellschaft, nicht nur online, sondern ganz allgemein. Und ich glaube, wir sehen das ähnlich, wie Herr Hollerbach das sagt, auf TikTok auch nicht, dass es eine bestimmte Menschengruppe gibt. Das zieht sich quer durch die Gesellschaft, sich mit hasserfüllten Ideologien zu identifizieren. Und insofern spiegelt sich das auch bei uns auf der Plattform nicht dezidiert in einer Menschengruppe wieder. Erstmal hallo, ich habe genau dieselbe Frage, und zwar an Frau Michels. Ich habe
glaube ich, kann mich nur an meinen Vorrednern anschließen. Vielleicht noch die Ergänzung, also wir sehen natürlich immer mal wieder so Wellen von bestimmten Themen oder Gruppierungen in den vergangenen Jahren. Und klar, da wird dann natürlich etwas, ein Thema oder eben so eine Gruppe oder wird dann natürlich immer ein bisschen stärker. Und dann glaubt man irgendwie zu wissen, ja, okay, das ist jetzt irgendwie das und das ist jetzt irgendwie das. Aber ich würde mich grundsätzlich da auch an meine Vorredner anschließen und sagen, dass man das nicht so eingrenzen kann. Ich glaube, für mich und mein Team ist es immer sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, ist das jetzt die Mehrheit oder ist es eine Minderheit? Und also egal, woher der Hass kommt und egal, worum es geht und egal, was das Thema ist, manchmal fühlt sich das, weil das so laut und natürlich aggressiv und hasserfüllt ist, fühlt sich das größer an, also von der Masse her, als es am Ende ist. Und für uns ist es immer ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was ist sozusagen, also welcher Teil ist das davon? Und wenn man 1500 Kommentare am Tag liest und da sind eben 5 dabei, dann ist das natürlich nicht die Mehrheit. Und sich dessen immer wieder bewusst zu machen, das ist wirklich, das ist ein Phänomen oder ein Problem sozusagen auch am Rande der Gesellschaft und auch im Extrem natürlich und auch immer von einzelnen Personen und Personengruppen und das nicht zu vergessen, dass die Mehrheit natürlich nicht so ist. Danke. Also die folgende Frage ist, was sind die Folgen von Hate Speech für betroffene Jugendliche an Frau Herbert? Ja, ich finde es eine sehr wichtige Frage, mit der man sich wahrscheinlich auch viel mehr und intensiver auseinandersetzen sollte und das auch mehr kundtun sollte. Was sind eigentlich die Folgen? Da ich keine Psychologin bin, kann ich da nicht im Detail darauf Auskunft geben. Aber wenn man sich vorstellt, was ist eigentlich die Definition oder was beinhaltet das, was passiert? Es ist psychische Gewalt, die einem widerfährt. Und psychische Gewalt kann natürlich unterschiedliche Folgen haben. Wichtig ist, das zu sehen. Und wer entscheidet darüber, was psychische Gewalt ist? Also wenn ich es jetzt mal unterbrechen würde und es ist eine Beleidigung, was vielleicht auch in Richtung Mobbing gehen würde, wir verharmlosen das Ganze mal so ein bisschen. Wer entscheidet das? Und das bin letztendlich ich persönlich oder die Gruppe, die angegriffen wird, um zu sagen, bin ich davon so stark betroffen, dass ich da Folgen habe und irgendwie auch was unternehmen muss, damit es mir wieder besser geht. Also wie gesagt, also psychische Gewalt, muss ich schauen, ob ich Unterstützung benötige, auch tatsächlich von einem Psychologen oder von einer Fachstelle, die das auffangen kann. Aber es ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Danke. Meine nächsten Fragen gehen an Herrn Enders. Die erste Frage lautet, was macht eigentlich TikTok gegen Hate Speech? Genau, wir machen tatsächlich eine ganze Menge und ich glaube, das ist auch super wichtig, weil wir haben eine riesen Verantwortung. Es gibt Millionen Menschen, die täglich TikTok nutzen. Ja, und wir wollen da eben nicht erst darauf reagieren, wenn uns der Gesetzgeber sagt, das ist strafbar, sondern wir haben da eben die Verantwortung, dass wir auch selbst sagen, Hate Speech, das dulden wir nicht und das nehmen wir wahr und wir gehen dem entgegen. Und das allererste ist natürlich, dass wir starke Community-Richtlinien haben. Also die Regeln, was auf TikTok geht und was nicht geht, was erlaubt ist. Und das spiegelt unsere Werte wider, damit sich die Leute einfach auf TikTok sicher fühlen können. Und das nächste ist natürlich, dass man solche Regeln, dass wir diese Regeln auch durchsetzen müssen und dem konkrete, sag ich mal, Aktionen folgen lassen müssen. Zum Beispiel entfernen wir proaktiv hasserfüllte Inhalte und Hate Speech von TikTok, warten nicht erst, bis jemand uns das meldet. Und wenn jemand zum Beispiel nach Begriffen sucht, nach beleidigenden Begriffen oder hasserfüllten Begriffen, dann liefern wir auch keine Suchergebnisse, sondern leiten die Person auf unsere Community-Richtlinien um zu sagen, so hey, das geht bei uns nicht, sieh dir bitte die Regeln nochmal an. Ja, und außerdem kann man den Nutzern da viel an die Hand geben. Wir haben eine Menge Einstellungen und Möglichkeiten, was Nutzer selbst, Nutzerinnen und Nutzer selbst machen können, um sich auf TikTok noch sicherer zu bewegen. Ja, man kann zum Beispiel die Inhalte super leicht melden bei uns, können einfach lange auf das Video, auf den Screen tappen und dann öffnet sich die Meldebox und ihr könnt sofort unter Hate Speech das reporten, also melden. Man kann auch Kommentare und sogar Audio, also Sounds melden und unter Hate Speech. Es gibt die Möglichkeit, Accounts zu blocken, die Hate Speech verbreiten, Followerinnen und Follower zu löschen.
Man kann ja selbst entscheiden, welche Person die Inhalte sehen darf. Und es gibt auch die Möglichkeit, so ein paar Kommentarfilter anzulegen, also mit Kommentaren, die selbst nicht unter deinen Videos erscheinen sollen. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und Tools, die wir den Nutzerinnen und Nutzern da in die Hand geben. Aber klar ist uns bewusst, das reicht natürlich nicht aus, um Hate Speech auf TikTok zu beenden. Ja, und deswegen investieren wir auch immer weiter in unsere Moderationsteams, also die Menschen, die sich die Inhalte auch ansehen, wenn man die in der App meldet, dass die bestmöglich geschult sind und auch immer am Zahn der Zeit sind, was die Entwicklung dieser Themen und dieser Sprache angeht. Und wir arbeiten sehr viel mit externen Organisationen zusammen, eben zum Beispiel mit der Bildungsstätte Anne Frank auch, um hier so lokales Wissen auch aufzugreifen, die uns dann direkt solche Inhalte auch melden können und uns Empfehlungen geben können, wo wir uns weiterentwickeln müssen, wo wir eventuell noch nicht gut genug sind. Und ich sage mal, als letzten Punkt, nicht, dass ich hier zu lange darüber rede, wollte es nur kurz umreißen, müssen wir natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer darüber informieren, was wir so machen und was sie so machen können auf TikTok, um sicher unterwegs zu sein. Und deswegen machen wir das auch in unserem Sicherheitszentrum unter tiktok.com/safety. Gibt es dazu Tipps? Wir haben eine Menge In-App-Videos dazu, wie man sich, wie man diese Tools, diese Möglichkeiten verwenden kann. Und auch auf unserem Safety-Blog geben wir immer dazu auch Informationen. Also wir machen eine ganze Menge an verschiedenen Richtungen, aber klar ist, es gibt immer, geht immer darum, die Prozesse, die Regeln und die Durchsetzungsmaßnahmen noch zu verbessern. Und da können wir uns verbessern und das müssen wir auch immer weiter tun. Danke. Und die nächste Frage kommt zu Ihrem letzten Punkt. Also bei ist allen bekannt, dass manchmal mal auf TikTok kommt, eine Werbung als erst kommt. Und da lautet meine Frage, könnte vielleicht TikTok auch einige Werbungen veröffentlichen, die gegen Hate Speech sind, um das da nochmal zu zeigen? Ja, das ist eine super Frage und vollkommen klar, ja. Also ne, kurze Antwort, sollten wir tun, können wir tun, machen wir aber auch schon. Also wir haben verschiedene Initiativen, die in dem Bereich, sag mal, nicht nur Werbung machen als erstes Video, wenn du die App öffnest. Ja, aber zum Beispiel haben wir auch den Hashtag Positive Vibes, wo wir mit Creatorinnen und Creatern dezidiert dazu aufrufen, einfach mal positive Vibes und keinen Hass zu teilen, mal zu erzählen, was war denn eigentlich der positivste Kommentar, den man erhalten hat, und einfach dem Ganzen was entgegenzusetzen. Wir haben auch eine Kampagne, die nennt sich Safer Together, also sicherer zusammen, wo wir die Community aufklären mit Creator-Videos zu den Sicherheitsmaßnahmen, wie man zum Beispiel auch so einen Kommentarfilter aktiviert. Und wir haben auch, das ist auch nochmal ein anderer Ansatz, ne, nicht Werbung, aber eine Zusammenarbeit oder eine Initiative gestartet mit jüdischen Organisationen und mit 11 ehemaligen Konzentrationslagern in Deutschland, um eben Aufklärungsinhalte zu dem Thema auch auf TikTok zu bringen, um eben gegen diese, ja, zu dieser hasserfüllten Ideologie, dem Antisemitismus auch aufzuklären. Ja, weil das geht immer, muss immer Hand in Hand gehen, so unsere Meinung, dass die Plattformen was dagegen tun, dass der Gesetzgeber dagegen vorgeht, dass aber auch die Aufklärung damit reinspielt, um möglichst effektiv eben gegen hassverfüllte Ideologien und gegen Hate Speech vorzugehen. Also ist möglich und sollten wir auch weiterhin tun. Mhm. Dankeschön. Ich habe die nächste Frage und sie geht an Herr Hollerbach, Frau Herbert und Frau Michels. Haben Sie schon mal selber Hate Speech erlebt? Ja, habe ich. Zum einen im persönlichen Bereich. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich Pressesprecher bin. Das bedeutet natürlich auch, dass man hier und da bei den sozialen Medien oder auch im Fernsehen zu sehen ist oder in Zeitungen zitiert wird. Und die Frau Michels hat es ja eingangs auch gesagt, dass es Kommentarfunktionen gibt, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch unter bestimmten Artikeln der großen Tageszeitungen auf deren Online-Plattformen kann man auch dazu Kommentare abgeben. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Online-Plattformen, die hessische oder die Frankfurter Polizei nutzt. Und da habe ich persönlich schon Kritik oder Hate Speech erfahren, die aber im Endeffekt nicht der Rede wert ist. Aber im ganz Allgemeinen, die Polizei, wir haben ja am Anfang gesagt, dass Hate Speech gegen Leute richtet aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Orientierung. Aber ich denke, es geht auch in Hinsicht auf die Berufsgruppe. Also man kann auch Opfer von Hate Speech werden, weil man einer bestimmten Berufsgruppe angehört. Und da ist die Polizei seit eh und je
eine Berufsgruppe, die immer im Rampenlicht steht, die immer in der Kritik steht oder immer wieder in der Kritik steht, weil es natürlich, so wie eine Gesellschaft aufgebaut ist, verschiedene Meinungen gibt und man am Ende des Tages es nicht allen recht machen kann. Und wenn die Polizei einschreitet, dann auch bedingt ist, dass man dem einen oder anderen dabei auf die Füße tritt. Und da sind gerade in den letzten Jahren ziemlich heftige Sachen passiert in Bezug auf Polizei im Allgemeinen. Gerade jetzt auch Corona trägt seinen Teil dazu bei. Wir sind als Polizei verpflichtet, das Versammlungsrecht zu gewähren und zu schützen. Und dabei ist es uns ganz egal, wer da auf die Straße geht, weil wir neutral sind und den Menschen dieses Grundrecht, die Ausübung dieses Grundrechts ermöglichen müssen. Aber das passt natürlich nicht jedem und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dafür wird man dann teilweise schon sehr stark angegangen als Polizei. Ein trauriger Höhepunkt ist jetzt gewesen, ihr werdet das vielleicht mitbekommen haben, dass gestern am frühen Morgen eine Kollegin und ein Kollege in Rheinland-Pfalz erschossen worden sind. Und wenn man sich da mal anschaut, was da in den sozialen Medien oder auch bei der ein oder anderen Tageszeitung in den Kommentaren unten drunter dazu steht, dann fällt einem da ehrlich gesagt nichts mehr zu ein. Von Polizeibeamte sind eh Müll oder selbst dran schuld, wenn sie Leute, unschuldige Leute anhalten, dann müssen sie auch damit rechnen, dass sie erschossen werden, haben sie halt Pech gehabt. Solche Sachen sind noch die harmlosesten und ich denke, das ist definitiv das, was Hate Speech ausmacht. Da werden Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe als nicht mehr als Menschen deklariert oder als Menschen zweiter Klasse deklariert, mit denen man eigentlich machen kann, was man will. Danke. Und Frau Herbert? Ja, tatsächlich der polizeiliche Hintergrund, wie es der Thomas schon zusammengefasst hat, als Berufsgruppe, das ist die Polizei immer wieder präsent. Und im persönlichen Bereich, ich denke, wenn man, oder habe ich das schon erlebt, wenn ich auf meinen Social-Media-Kanälen unterwegs bin, mit meinen Fitnessgruppen oder sowas, dass dann auch da ganz stark gehatet wird gegen die Sportgruppe sozusagen. Also auch im Privaten passiert das tatsächlich. Danke. Frau Michels? Ja. Ja, wenn wir schon über Berufsgruppen sprechen, also die Journalisten sind im Moment auch nicht sehr beliebt, beziehungsweise die Medien. Mein großes Glück in dem Fall ist, dass ich im Moment nicht, ich schreibe nicht, sondern in meiner Tätigkeit trete ich nicht als Person nicht so richtig auf. Das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich beim Thema Hate Speech bei der FAZ vor allen Dingen damit, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen damit geht, also wirklich Autoren, die auch wirklich in der Öffentlichkeit stehen. Da gibt es wirklich einige, die da auch zu bestimmten Themen recherchieren und die entsprechend dann auch, wo wir viel darüber sprechen müssen, wie können wir die schützen. Das heißt, wenn wir dafür zuständig sind, was wird veröffentlicht auf unserer Plattform, geht es vor allen Dingen bei uns auch darum, also wir müssen uns und unsere Mitarbeiter auch schützen. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, im Moment bin ich immer nur so im Auftrag der FAZ unterwegs und das hilft tatsächlich, wenn man diesen Job ausübt, wenn man nicht quasi als Person unterwegs ist, sondern quasi unter so einem, ja, wie soll man sagen, so einem Schutzschild, hinter dem man das auch machen kann. Und dann fällt es einem auch ein bisschen leichter, wenn entweder die FAZ als Ganzes oder die Medien oder die Kollegen gerade angegriffen werden, dann hat man ein gutes Schutzschild und kann sagen, nee, das geht hier nicht. Und ich habe ja zum Beispiel auch ein Justizariat bei mir im Haus, die mich ja auch unterstützen. Und da hilft es einfach, besser mit sowas umzugehen und dann auch wirklich zu gucken, geht es den anderen gut, was kann ich tun, um die zu unterstützen. Also das ist wirklich auch Teil meiner Arbeit und da habe ich auch wirklich schon nicht so tolle Gespräche geführt mit Kolleginnen und Kollegen, wo ich auch sehr viel unterstützen musste und helfen musste und wir überlegen mussten, wie gehen wir jetzt damit um. Also es ist definitiv nicht einfach. Persönlich habe ich es auch schon erlebt, aber das kommt, wie gesagt, nicht so, zum Glück nicht so häufig vor. Und was auch bei uns auch sehr gut ist, wir sind ein relativ großes Team und wir versuchen diese Last oder auch, wenn man so will, Belastung von Kommentaren und dann natürlich auch von Hasskommentaren
auf mehreren Schultern zu verteilen. Das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht wirklich tagelang, wochenlang das immer nur liest, sondern dass es natürlich sich im Team verteilt und dass man da auch mal eine Pause von machen kann und dass es niemandem zu nahe geht, dass man da immer diese Distanz wahrt. Also das hilft auf jeden Fall. Hallo zusammen, ich würde die Frage, ob Sie schon mal persönlich selber Hate Speech erlebt haben, gerne erstmal an Alia Pagin weitergeben und anschließend an Herr Enders. Ja, sehr gerne. Also ich habe es tatsächlich auch schon persönlich erlebt, nicht so viel, wie die KollegInnen gerade vorher berichtet haben. Und bei mir ist es schon ein paar Jahre her, das ist tatsächlich damals per E-Mail passiert, also auch ganz ohne soziale Netzwerke gab es eine sehr bedrohliche E-Mail und damals konnte ich leider nicht irgendwas rechtlich dagegen tun, weil der Absender irgendwo in Südamerika saß. Und das ist halt nach wie vor ein großes Problem, ne? Wie man sozusagen diese Leute ahnden, finden kann, um sie dann eben einer gerechten Strafe zuzuführen. Ich kenne aber sehr viele betroffene Menschen. Und ich nenne jetzt mal nicht die Stadt, aber ich habe zum Beispiel von einem privat gehört, von einem jüdischen Altersheim in Deutschland vor 3 Tagen, weil ich den Rabbiner dort kenne, dass die so massiv bedroht worden sind, alte Menschen in einem Altersheim, dass jetzt ein riesengroßer Zaun um das Geländer gezogen wird, um das Gebiet, also das Altersheim selber besser zu schützen. Und das bekomme ich natürlich sehr viel mit in meinem Umfeld. Und wie es vorhin auch schon gesagt wurde, da fällt mir nichts zu ein. Also wenn man sich überlegt, ja, also es betrifft ganz viele Menschen. Und sich dann noch mal vor Augen zu führen, das sind alte Menschen, die quasi ihren Lebensabend irgendwo verbringen möchten. Und dann werden sie massiv bedroht. Und ich muss euch ja nicht erklären, dass die sich jetzt nicht auf TikTok oder Snapchat oder Instagram rumtummeln, sondern wirklich Drohungen direkt an das Altersheim gemacht werden, das ist schon ziemlich heftig. Also es betrifft sehr viele Menschen. Dankeschön. Ja, ich habe es vielleicht im Unterschied zu den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen leichter. Die Berufsgruppe Public Policy Manager ist bisher noch nicht bekannt als Ziel von Hate Speech dezidiert. Und ich habe auch das Glück gehabt bisher, muss ich sagen, dass ich es am eigenen Leib noch nicht erfahren habe. Ich habe trotzdem eine Story, wie ich es schon mal erlebt habe, Hate Speech im echten Leben. Und zwar war ich vor ein paar Jahren mit meiner Freundin in einem anderen Land unterwegs im Bus, mit dem Bus gefahren und wir haben uns auf Deutsch unterhalten und irgendwann, der Bus war am Ziel gewesen, wir sind ausgestiegen und da kam ein Mitreisender auf mich zu, der hatte uns anscheinend auf Deutsch sprechen hören, kam auf mich zu, Daumen hoch und hat gesagt, Sie sind Deutscher? So, super, was ihr damals mit den Juden gemacht habt, echt klasse. Und hat sich umgedreht und ist gegangen. Und ich war erstmal total geschockt, total perplex, was das denn jetzt war, irgendwie gedacht, krass, dass es überhaupt Menschen gibt heutzutage, die so ticken. Habe mich im nächsten Moment aber auch gleich geärgert, dass ich nicht was gesagt habe, ne? Dass ich nicht irgendwie hinterher bin oder zumindest gesagt habe, sag mal, was ist das denn? Es geht gar nicht. Das verurteile ich zutiefst, weil das ist auch ein Teil von Hate Speech, ja? Dass es nicht nur diejenigen sind, die aktiv haten und die Hate Speech verbreiten, die zur Gefahr und zur Verbreitung von Hate Speech eben beitragen, sondern auch die Leute, die eben nichts dagegen sagen, die dann, wie ich in dem Moment eben da stehen und demjenigen nicht sagen, dass das überhaupt nicht geht. Ja, und insofern kann ich auch an euch sagen, also wenn euch das mal im echten Leben so passiert wie mir, dass ihr nicht selbst Opfer seid, aber ihr kriegt es mit, sagt was, wenn es ein Freund ist, eine Freundin oder auch nicht, einfach dem auch entschieden zeigen, demjenigen, dass sowas gar nicht geht und nicht okay ist. Dankeschön. Meine nächste Frage wäre, wie sollten wir als Jugendliche mit Hasskommentaren umgehen, ob Sie uns vielleicht einige Tipps geben könnten? Die Frage geht als erst an Frau Herbert und anschließend an Frau Michels. Genau, also wie soll ich damit umgehen? Idealerweise, wenn es mich sehr belastet oder wenn es heftige Kommentare sind an Erwachsene, weil ihr müsst damit nicht alleine umgehen und letztendlich über die Erwachsenen dann an entweder die Polizeireviere, eine Polizeistation oder an die Beratungsstellen oder auch gerne an uns als Jugendkoordinatoren, dass wir einen Kontakt herstellen zu jemandem, der unterstützen kann, sei es eine Anzeige oder wie auch immer. Also auf jeden Fall erstmal jemand Erwachsenes dazu nehmen, ansprechen und dann weiter an die Polizei oder an die Beratungsstellen.
auf keinen Fall alleine damit irgendwie versuchen, was zu machen oder das einen belastet oder wie auch immer, sofort die Erwachsenen mit ins Boot holen. Und ich würde von Ihnen gerne nochmal wissen, wie sollten wir reagieren, wenn andere Leute betroffen sind und wir es auf der Straße sehen? Genau das Gleiche. Das ist ja wie eine Hilfeleistung. Ihr solltet euch selbst nicht irgendwie in Gefahr begeben, also auch nicht selbst irgendwo einmischen. Das bringt überhaupt nichts, sondern wirklich auch da Erwachsene ansprechen und schauen, dass man das meldet, dass man das anzeigt. Also alle Schritte zu prüfen. Aber das, wie gesagt, nicht alleine, sondern holt euch Unterstützung. Fragt Erwachsene, die sich damit auskennen. Und wenn sich jemand, ein Erwachsener, nicht damit auskennen sollte, weiß der sich zumindest zu helfen und bei der Polizei Informationen zu bekommen oder bei der Beratungsstelle. Auf keinen Fall alleine damit irgendwie zu tun haben. Vielen Dank. Gerne. Ich habe gar nicht so viel zu ergänzen, weil das war, glaube ich, schon, steht auf jeden Fall für sich. Das kann ich unterschreiben. Ich würde auf jeden Fall noch ergänzen, das gilt für den digitalen als auch für den analogen Bereich. Schaut mal, wie es dem Opfer geht. Ich glaube, das finde ich ganz wichtig. Also wenn man jetzt sozusagen was sieht, es ist im Digitalen genauso, egal ob das in der eigenen Schulklasse ist oder man muss die Person ja auch nicht persönlich kennen. Aber wenn ihr seht, da ist ein Instagram-Post oder eben ein TikTok-Beitrag und da seht ihr die bestimmte Kommentare, dann kann es auch schon mal helfen, der Person eine Nachricht zu schreiben und einfach zu fragen, hey, wie geht's dir? Bist du okay? Kann ich dich unterstützen? Und sollen wir das gemeinsam machen? Weil oft, also bei mir ist es schon lange her, dass ich sozusagen in dem Alter bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch nicht ganz einfach ist, dann auch die entsprechenden Schritte einzuleiten, wenn man betroffen ist. Also egal, ob das zur Polizei gehen ist oder zu den Eltern, ne? Das ist ja auch manchmal mit Scham behaftet. Und ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein guter Schritt ist. Also sich selber nicht in Gefahr bringen, sehr, sehr gut, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, der oder den Betroffenen Hilfe anzubieten, sowohl digital als auch analog. Vielen Dank. Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar auch an Frau Michels. Und zwar, Sie haben ja viel mit der allgemeinen, also mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu tun und haben auch unter Ihren Beiträgen einige Kommentare, auf die Sie antworten. Was machen Sie denn bei Kommentaren, worauf Sie jetzt keine Antwort haben? Ich frage meine Kolleginnen und Kollegen. Manchmal haben die eine gute Idee. Also wenn ich eine Antwort brauche, wobei ich nicht immer eine Antwort, also nicht immer antworten muss und es auch eigentlich nicht immer eine Antwort bedarf. Also zu reagieren, zum Beispiel mit einer Gegenrede oder mit einem Faktencheck oder wie gesagt, Betroffene zu unterstützen, auch das öffentlich, ist natürlich ein Mittel, was wir sehr, sehr gerne einsetzen im Community-Management, weil das sehr, sehr sichtbar ist und sehr, sehr stark. Aber es braucht nicht immer eine Antwort. Manchmal ist es besser, einen Kommentar zu ignorieren. Das kann auch eine gute Methode sein, ist auch manchmal wichtig, weil, also da gibt es natürlich Abstufungen, aber es gibt ja auch Kommentare, da merkt man die Person, die will Aufmerksamkeit, die will provozieren. Und da kann manchmal Ignorieren ganz gutes Mittel sein, weil wir haben natürlich auch eine große Reichweite mit unseren Profilen. Und wenn wir dann antworten, geben wir diesem Kommentar ja noch mehr Reichweite und noch eine größere Plattform. Also Ignorieren kann auch Mittel der Wahl sein. Und manchmal bedarf es auch keine Antwort, weil wir dann einfach schlicht und ergreifend sagen, dieser Kommentar wird gelöscht oder dieser User wird für das weitere Kommentieren gesperrt. Also Antworten ist gut und wichtig im Community Management, aber es ist nicht immer erforderlich oder beziehungsweise ist auch nicht immer das beste Mittel im Kampf gegen Hasskommentare. Dankeschön. Meine Frage geht an die Frau Maske und an die Frau Pagin. An wen kann man sich wenden, wenn man von Hass betroffen ist? Frau Maske, Sie zuerst vielleicht? Sehr gerne. Ja, also wir haben jetzt ja auch schon öfter anklingen lassen, dass da sich auch Straftaten hinter verbergen können. Beleidigung, Nötigung, Volksverhetzung, also auch ganz gewichtige Straftaten. Und da führt der Weg natürlich auch zur Polizei.
Das kann man auch inzwischen online machen, über die Online-Wache auf der Seite der Polizei, www.polizei.hessen.de. Wichtig ist, dass wir natürlich einige Sachen dann brauchen. Ne? Wir brauchen eine gute Dokumentation. Wir brauchen natürlich die Online-Plattform. Wie heißt die überhaupt? Wo ist das überhaupt passiert? Dann brauchen wir Datum und Zeit, weil es gibt ja unendlich viel Content und wir müssen den ja filtern. Auch wichtig, der Username von demjenigen, der es gepostet hat. Und ganz toll wäre es, wenn man dann vielleicht auf das Konto dieses Users geht und die URL-Zeile kopiert. Dafür muss man sich aber an den PC setzen und sich da einloggen, weil die sieht man beim Smartphone in der App nicht. Da können wir nämlich den User eindeutig identifizieren. Ihr kennt das, bei manchen Online-Plattformen ist es möglich, dass es Max Mustermann 300 Mal gibt, aber diese URL-Zeile ist wirklich individuell. Das brauchen wir, das ist sehr wichtig und natürlich auch das für die Strafverfolgung, aber es gibt natürlich auch Meldestellen wie Hessen gegen Hetze vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport oder natürlich auch die Beratungsstelle Response der Anne-Frank-Bildungsstätte. Es gibt sehr viele Anlaufstellen, an die man sich wenden kann und die Hessen gegen Hetze meldet dann Kommentare zum Beispiel auch direkt an die Generalstaatsanwaltschaft oder wendet sich auch nochmal an den Portalbetreiber, weil das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, das es ja inzwischen gibt, das verpflichtet ja auch Portalbetreiber, Kommentare nach Prüfung auch zu löschen. Das sind die Möglichkeiten und die kann man sehr gerne in Anspruch nehmen. Genau, und ich würde das, genau, wäre auch meine Antwort. Ich würde das noch ergänzen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ja, ob das was ist, was man an Behörden weitergeben sollte. Das, was vorher auch schon gesagt wurde von Frau Herbert, immer mit einem Erwachsenen sprechen und jemanden nochmal draufschauen lassen. Ne, ist das jetzt was, was wirklich so problematisch ist, dass ich es offiziell melde, dass das eine Konsequenz hat? Oder ist das etwas, was ich vielleicht noch gar nicht verstehe? Ja, und zwar nicht, weil ihr doof seid, sondern weil ihr noch sehr jung seid und vielleicht noch nicht so viel wisst wie jemand, der 20 Jahre mehr auf dem Buckel hat. Ja, also mit einem Erwachsenen sprechen und eben über diese Portale, die gibt es alle online, dann solche Inhalte melden. Und ihr habt, glaube ich, auch in dem Workshop noch mitgenommen, HateAid ist auch eine Anlaufstelle zum Beispiel oder Hass melden. Also es gibt Gott sei Dank mittlerweile sehr viele Hilfsangebote von außen, wo ihr euch Unterstützung holen könnt. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich würde die eben genannte Frage auch gerne an Herr Enders und Frau Michels auch fragen. Ich kann da auch nicht viel hinzufügen. Vollkommen richtig. Vor allem, was Frau Herbert gesagt hat, da nicht irgendwie sich in Gefahr bringen, sondern eben das der Polizei auch melden. Was ihr natürlich machen könnt auf TikTok, ist das auch auf TikTok zu melden, solche Inhalte. Wir geben auch in unserem Sicherheitszentrum nochmal Tipps, wie man auch seinen Account schützen kann, wenn man schon mal betroffen war, zum Beispiel sagen kann, ich möchte Kommentare ausstellen, ich möchte meinen Account auf privat stellen, ich möchte bestimmte Kommentarfilter anbringen. Das gibt's auch, da gibt es nochmal Tipps von uns im Sicherheitszentrum. Und wir listen da auch ein paar andere Organisationen noch, an die man sich wenden kann, wenn man Opfer geworden ist von Hass oder Beleidigung, zum Beispiel Schau hin oder das Bündnis gegen Cyberbullying, an die man sich eben auch noch wenden kann. Aber ganz klar, bleibt damit nicht alleine. Lasst das nicht irgendwie in euch reinfressen, sondern sprecht darüber mit jemandem, dem ihr vertraut, mit Eltern, Erwachsenen, wenn möglich, und meldet solche Sachen auch. Alles klar, vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass Sie da gewesen sind. Ich glaube, ich würde für jeden sprechen, wenn ich sagen würde, es war sehr informativ und hat uns sehr weitergebracht. Und jetzt erst recht für die jungen Zuschauer, die jetzt hier dabei sind, dass sie wissen können, wie sie darauf reagieren, dass sie wissen, wo sie sich melden. Deswegen finden wir es sehr wichtig, dass Jugendlichen da draußen diese Informationen eigentlich bekommen. Und ja, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie teilgenommen haben an diesem Meeting. Sehr gerne. Super gerne. Danke für die Einladung. Genau, danke für die Einladung. Sehr schön gesprochen. Vielen Dank. Es war auch für uns sehr informativ. Ich schließe mich gerne meinen Vorrednern an. Vielen Dank. Danke an euch. Habt ihr toll gemacht. Okay, klasse. Ich könnte jetzt abbinden, wenn ich ein Mikro hätte. Also jetzt hoffentlich kann man mich hören. Ich denke, das waren tolle Schlussworte. Vielen Dank auch von der Seite der Bildungsstätte. Vielen Dank an
die Expertinnen und Experten, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass sie mit eurer Kompetenz geantwortet haben und aus eurem eigenen Erfahrungsschatz. Und ich kann im Namen der Schülerinnen und Schüler sprechen, dass das ein ganz besonderes Projekt war und dass wir natürlich bei dem Thema dranbleiben müssen, weil, wie wir heute gelernt haben, es betrifft alle Gruppen, Berufsgruppen, genauso wie Gruppen mit Eigenschaften, die man sich nicht aussuchen kann. Und dementsprechend ist die betroffenen Situation dann umso schwieriger, umso schlimmer. Insofern ist es wichtig, dass verschiedene Institutionen, auch pädagogische Einrichtungen weiter bei dem Thema bleiben und dass wir weiter Aufklärungsarbeit machen. Und weil das Ganze eben mit sehr viel persönlichem Engagement von euch durchgeführt wurde, sind wir sehr, sehr dankbar, dass ihr so toll dabei geblieben seid und dass ihr neben der Projektwoche euch bereit erklärt habt, an so einem späten Abend noch hier zu sein. Und dementsprechend will ich natürlich im Namen des Teams und der Bildungsstätte auch euch noch ein kleines Präsent mitgeben. Genau, Alia und ich haben da so eine Kleinigkeit vorbereitet und auch an die Gäste aus dem Internet. Wir haben das Gleiche für euch auch, schicken das aber dann natürlich per Post. Gerne würde ich das jetzt hier durch den Monitor reichen, das geht aber leider nicht. Insofern bekommt ihr das im Nachgang. Ja, wir haben in diesen Tüten einige kleine Gadgets und kleine technische Hilfsmittel, mit der ihr jetzt mit dem Programm nicht nur digital gegen Hass und Hetze gerüstet seid, sondern mit der Powerbank und dem kleinen Handyhalter könnt ihr auch mit der Technik Sicherheit haben. Zudem haben wir kleine Präsente, Notizbücher und auch eine ganz besondere Kurzgeschichte uns ausgesucht, die wir euch mitgegeben haben. Ein historischer Roman. Vielleicht magst du das noch mal kurz einordnen, weshalb wir das ausgesucht haben. Sehr gerne. Das ist, also Roman ist ein bisschen zu viel vielleicht. Es ist eine Kurzgeschichte, sehr dünnes Heftchen. Also es lässt sich wirklich sehr einfach und sehr schnell lesen. Ich glaube, das hilft immer, weil wenn man so einen Schmöker vor sich hat, so, mir geht es zumindest so, dann denkt man oft, ich brauche die Zeit und die Zeit habe ich nicht und so weiter. Und das ist eine Kurzgeschichte, die eine amerikanische Marketing-Expertin 1938 geschrieben hat, also bevor der Zweite Weltkrieg begann. Und diese Kurzgeschichte ist unglaublich überraschend. Und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr es gelesen habt. Genau, so viel dazu ohne Spoiler-Alert. Super. Dann schöne Grüße aus Frankfurt in das World Wide Web da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und vielen Dank, liebe Zuschauende, dass ihr das Video euch angeschaut habt. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao.